Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ich bin's, der Black. Der Dü ist da, der Alex ist da, der Slex ist da, also alle von der letzten Runde. Und sogar noch ein brutaler NPC, der Slex leider als Teammate erwischt hat. Wir haben das so eingestellt, oder wir haben natürlich die Teams zufällig gemacht. Slex hat Pech gehabt diesmal. Ich habe Glück gehabt, ich bin mit Geo im Team, der ja beide Runden sehr stark war. Und Ihr hat logischerweise Alex erwischt. So, ich lasse euch mal auf euren Channeln allein und bin nur noch auf meinem zu hören mit dem Geo zusammen. Und deshalb würde ich mal sagen, ja, hoffentlich läuft's. Auch von den Einheiten her und von den Teams her, da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ich denke mal, du auch nicht. Ja. Mit Menschen kann man ja durchaus spielen. Ist hier im Prinzip, wir hatten ein paar Startschwierigkeiten. Das ist im Prinzip das, das zweite Mal. Oh, ich habe übrigens als Helden Black Mask. Das zweite Mal, dass wir das ganze Ding hier. Nee, das dritte Mal, dass wir das Ganze neu starten. Und das zweite Mal, dass wir es neu starten. Einfach aus dem Grund, weil beim ersten Mal waren die Teams nicht nebeneinander. Da haben wir versucht, das zufällig zu machen. Hat halt nicht so ganz so funktioniert. Beim zweiten Mal war es halt so, dass. Slex Verbindungsprobleme hatte. Und diese Verbindungsprobleme haben soweit verbindungsproblematisiert, dass wir natürlich gleich gesagt haben, weil. Im Prinzip, das Spiel ging los und er ist rausgeflogen. Das haben wir direkt geändert. Jetzt dürfte es hoffentlich funktionieren. So. Okay, du wird unten noch so ein Dingens haben. Du wirst hier unten wieder sein. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, ob die sich wieder so positioniert haben, wie es war. Ach so. Weiß ich jetzt auch gar nicht. Oh, ist halb so wild. Das kriegen wir schon gebacken. Geh mal von aus. Du mit deinem Elfenbeinturm, sobald du ihn irgendwann hast, können wir das spätestens dann sehen. Hohoho. Ja. Also, so wie du gespielt hast, müsste der ja gleich fertig sein. So wie du die letzten beiden Runden gespielt hast. Auf jeden Fall, ich bin ganz zufrieden mit meinem Teampartner. Und das sollte wohl so sein. So, flupp. Natürlich, die anderen sind auch alle sehr gut, muss man auch sagen. Von Lü bis Alex, über Slex natürlich, die haben sehr gut gespielt. Slex wird wahrscheinlich jetzt der sein, der die größten Probleme hat, meiner Meinung nach. Weil er einfach derjenige ist, der das Pech hat, mit dem NPC zu spielen. Nicht gegen, mit dem NPC. Der brutale NPC muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, aber man muss es ja so sagen, andere Spieler, menschliche Spieler sind immer besser. Ich sag mal so, wenn ein brutaler NPC da ist, der kann schon ein bisschen was reißen, weil der halt ganz anders spielt als menschliche Spieler. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ich will noch gar keine Prognose abgeben. Blub. Das wäre dumm. So, ich geh mal runter und gucken mal, was da hat. Ja, genau. Genau. Mach das mal. Ich erober mal hier das Gebäude da. Aus. Aha. Ja, sieht elbisch aus. Schade, Isengard hatte er das letzte Mal, das wär besser für uns gewesen. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. So. Wo ist der Bauplatz? Hopp, 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 hopp. Dann hier hin. So, ich baue mal jede Menge Minen und sowas in der Art. Werde mich ein bisschen ausbreiten. Und solltest du Rohstoffe haben, ist das hier eigentlich ein Rohstoffgebäude eigentlich? Oder genau. Zusätzliche Rohstoffe sollte ich sagen wir mal, solltest du Rohstoffprobleme haben, sag Bescheid. Oben ist noch hier ein Leuchtfeuer, das könntest du mal mitholen. Oh, da hinten, ja, stimmt. So. Dann werde ich gucken, dass ich gleich mal hier zumache. Das Gebäude uns. Sehr gut, das Gebäude ist schon mal meine. Dann machen wir so hier. Und wir gehen hier, da, genau. Mit dem noch eine Zwergenkaserne. Lob. Dann im Prinzip die Schmiede und dann mache ich da unten zu. Sollte hoffentlich reichen. Mal so. Da holen wir jetzt das Leuchtfeuer hier. Ja. Und das ist gut. Ah, wie gesagt, der Nachteil bei den Zwergen ist natürlich die sehr geringe Sichtweite. Aber ich jetzt den Elfenbeinturm einsetze, dann kannst du es auch sehen, oder? Genau, da wir beide sind. Das heißt, im Prinzip vereinigen wir uns sehr gut miteinander. Also, das klingt jetzt ein bisschen ferkelig, aber du weißt schon, was ich meine. Ja. So. Hopp. So, so. So, so. Das Schöne ist, dass die Einheiten der Zwerge doch nicht schwach sind. Hier entlang, Zwerge. Keinesfalls nicht. Aber langsam. Aber langsam, genau. So, 450. Ich baue dann da erst nur unten erstmal einen Turm hin, damit ich wenigstens ein bisschen was sehe. Lalalala. So. Wir erledigen das.
Braucht jemand ein paar Hüter? Flop. Brechen wir auf! Okay, das Leuchtfeuer. Ich weiß gar nicht, ob das für beide gilt oder nur für einen. In jedem Fall, naja, ist halt so wie es ist. So, Bögen haben wir auch ein paar schöne, das ist toll. Du baust dich mal hier hin. Aha. Die Bögen gehen hier rüber. Bleibt standhaft! So, also ich habe jetzt größtenteils erstmal Fernkämpfereinheiten, aber das macht ja nichts. Ich habe 3 Nahkämpfer und 3 Fernkämpfer jetzt. Ja. Gut, ich muss mich noch ein bisschen besser ausstatten. Mein Held, Black Mask, den würde ich gerne rekrutieren, der ist nämlich toll. Und eigentlich auch meine Zwerge oder meine Helden. Ich habe leider nur einen PC-Helden, den Hardhot. Hardhot. Naja, gut, der war auch nicht so schlecht. Da gab es schon schlechter. So. Hier können wir nicht bleiben. Gucken wir mal. So. Die Schmiede kann ich instant bauen. Oder kann ich direkt bauen, das ist sehr gut. Lasst uns bauen. Ich mag nämlich auch tatsächlich die Reiterei, in Anführungsstrichen Reiterei von den Dingens, mag ich durchaus. Die kann ich mit leben. Die sind halt nicht die allerstärksten, aber das macht nichts. So, ich werde mich erstmal hier ein bisschen, sagen wir mal, vertomen. So. Alter, Slex ist auch Menschen. Ja, ich sehe es schon. Mal gucken, kann. Ja, meine Einheiten können sogar schon runterschießen. Haha. Ja, er muss sich ein bisschen zurückziehen. Das heißt, ich habe hier schon wieder Platz gewonnen. Das ist sehr gut. So. Ich werde auch, sagen wir mal, die 2 Einheiten, die ich da gerade reingebaut habe, die werde ich auch drin lassen in jedem Fall. Hier kann ich schon mal ausrüsten. Gehen wir mal so. Und die Schmiede haben wir auch gleich. Rohstoffe habe ich momentan, ja, weniger wieder, aber keine Rohstoffprobleme, keine Instant-Rohstoffprobleme momentan. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, also ich bin halt an der Forschung. Also. Okay, dann passt das. Forschen, ja, das werde ich jetzt auch demnächst machen, sobald ich meine Schmiede ausbaue. Das ist halt der Nachteil der Zwerge wieder. Wo werde ich gebraucht? Also ich kann halt im Moment die Feuerpfeile, kann ich am Schießstand erforschen. Ja, das ist was. Die Halle der Krieger erweitert. Ja, habe ich jetzt schon mal. Sehr gut. Also Feuerpfeile kann ich auch gleich. Ich habe natürlich mehr Axtschleuderer momentan. Aber das lässt sich noch erweitern. Da lohnt sich. So. Erstmal muss ich meine Schmiede ausbauen. Ich denke, das lohnt sich am meisten. Wir haben die Schmiede erweitert. So, das ist schon mal was. Und gleich nochmal. Ach, geht jetzt gerade nicht. 1200. Wir haben keine Rohstoffe, aber gleich haben wir wieder mehr. So, du wirst da unten wahrscheinlich auch ein Rohstoffgebäude haben. Da sollte man also mit rechnen. Ja. Genau, deswegen versuche ich ein bisschen zu schädigen. Solltest du irgendwie Problemchen haben, sag Bescheid halt. Ja, ich gehe schon mal auf die Festung jetzt. Mach das. Oh, das sind... zieh dich zur Not nochmal ein Stückchen zurück, wenn du willst. Ich komme mit runter. Oben baue ich inzwischen, wo ist der hier? Baue ich mal hier eine, sagen wir mal eine. Immer ein bisschen auf seine Rohstoffgebäude. In der Zwischenzeit sollte ich dann soweit sein, dass ich unten mitmachen kann ein bisschen. Warten tut's ja nicht. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Grabenholde. Grabenholde, da sollte ich vielleicht weggehen. Versuch gerade auf seine Schmiede zu gehen. Vorrücken. Nach vorne. Mach das, die ist nicht unwichtig, wenn die weg ist. Ja, also. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Wir macht nichts, ich bin auch gleich da. Im Notfall, Was in meinen Einheiten? Ja. Na, das ist. Dann warte ich mal hier, lass meine Einheiten hier und greife erst an, wenn du da bist. Ist zwar jetzt von Nachteil, aber wie gesagt, du wird, denke ich, Probleme genug haben. Und jetzt weiß er ja, dass er eventuell von uns Probleme bekommen wird. Und deshalb lieber auf diese Art. So, Feuerpfeiler. Hinten zu Geo scheint erstmal abgesichert zu sein. Geschmiedete Klingen. Also wir sind eigentlich ganz gut eingebaut. Geo spielt, Slex meine ich, hat auch nicht immer unwenig diese oder wenig defensiv gespielt. Das heißt, das dürfte durchaus funktionieren, dass wir da ein bisschen was hinbekommen. Wir werden sehen. So, ich baue mal so einen Streitwagen. Ich finde die Dinger cool. Die Flammenpfeile sind bereit. So, Flammenpfeile sind bereit. Habe ich hier irgendwo? Nee, habe ich nicht. Die Phalanx ist unsere Stärke. Flip, flip. Kosten 1000 für die Zwergenausrüstung. Kriegen wir aber hin. Ihr geht mal bitte mit runter.
Wenn du soweit bist, sagst Bescheid, dann komme ich mit rein. So. So. Genau, das haben alles ausbilden. Mein Soldatenlimit ist gerade ein bisschen am Grenze. Hier noch bauen. Also hier, gehen wir mal hier in die Richtung. Ne, da war ja... Ne, der ist da. Okay, das ist okay. Das, dann kann ich das markieren. Das. So. Das ist der Feind. Aha. Wo ist der Feind? Irgendwo habe ich den Feind gesehen. Bei mir oben. Ah, ne, ja, der baut nur. Der baut nur. Der wird wahrscheinlich auch eine Turmreihe aufbauen. Das ist okay. Auf eure Posten. So. Dann können wir mal gucken. Bannerträger könnte ich schon. Will ich aber gar nicht. Ich will hier stattdessen... So und so. Worauf warten wir noch? Und hier Bannerträger waren, glaube ich, die ich wollte, ne? Ja, Bannerträger habe ich immer genommen. Die werden hier in die 2 reingehauen. Ja! Die ziehen wir auch mit runter. Baut's mit Zwergengeschick. Sehr schön. Das Banner weht im Wind. Das Banner weht im Wind, das ist schön. Der Wind, da ist das himmlische Bannerkind. So, hier und. Dort kann ich nichts bauen. Dann da eben da. So. Hätten wir dann als nächstes du hier. Brauchst mal hier hin. Eins. Geschmiedete Klingen müssten gleich fertig sein. Ja, inzwischen seid da mal das Banner hier. Die geschmiedeten Klingen sind bereit. Sehr gut. Und dann der, darauf direkt Axtkämpfer und so weiter. Geschmiedete Klingen kaufen wie ein Wilder. So, und dann, wie gesagt, meine, bei mir sind noch ein bisschen an der Ausrüstung, aber wir können gerne, wenn du willst, mal einen Angriff wagen. Ich habe genug Einheiten, kann mir jetzt momentan eh nicht viel mehr bauen. Großartiges Mauerwerk. Was meinst du, Geo? So, können wir machen, ja. Na gut, dann auf geht's. Ich habe noch nicht ausgerüstet, meine Ausrüstung mit Feuerpfeilen, aber... Meine auch noch nicht so großartig. Das ist aber die halb so wild. Wir haben alles im Griff. So. So, hab natürlich mein Reittier vergessen. Gibt ja auch noch ein bisschen Rohstoffbonus, das ist nicht schlecht. So, hier, dann hier hin. Isengard halt als Verbündeter. Aha. Ich muss mich zurück, ja, zu spät mit dem Zurückziehen. So, wie sieht's weiter? Ah, du hast ja selber Heilung, genau. Brauche ich nicht mitheilen, das heißt, ich heile mich. Und dann dürfte es hinhauen. So. So, Mithold-Dinger hat er auch jetzt mittlerweile. Also, seine Bogenschützen. So. Mach halt mal den Turm weg, bevor ich auf die Festung gehe. Okay, Turm ist weg. Dann hier rüber. Okay, das sieht gut aus jetzt gerade. Da mal dagegen. Hat der brutale Gegner jetzt auch Mensch. Ja, das ist okay. Bin ich zufrieden mit. Ich denke, das müsste machbar sein. Ich weiß nicht, wer schwerer wird, der NPC oder Lex. Wahrscheinlich nimmt sich das nicht viel. Alles okay. Reißt alles nieder. Sie greifen an. Oh, das ging auf dich. Bogenschützen. Wie sieht's aus hier? Hast du noch Bogenschützen? Nee. Na, mach ich jetzt. Die, ja, genau. Gut, dann werde ich jetzt mich mal zurückziehen. Die Festung. Obwohl, nee, das schaffe ich. Die Festung bleibt unten. Ist egal, ich werde von hinten zwar ein bisschen attackiert, aber ich will auf jeden Fall die Festung. Die Zwerge müssten das hinbekommen. Das sind ja nur ein paar Zwergis. Ich könnte zwar im Notfall auch gegen die Dingens gehen, aber nee, lieber so. Lieber so. Komm, wir haben fast. Wir haben fast. Rückzug. So, so. Achtung, ich ziehe mich mal in deine Richtung zurück. Hast du da irgendwo... Ja, gut, du hast ein bisschen was da, genau. Nur für den Fall, weil... Ja, genau. Düs Bogenschützen werden mich wahrscheinlich ein bisschen verfolgen. So, das ist aber halb so wild. Ich mach mal hier das Bauen noch. Das brauche ich. Ist durchaus nicht notwendig. So, und jetzt hier dran. Hier erstmal ran. Jetzt rennt du weg. Okay, dann kann ich auch zurückrennen. Oh, hier oben sind ja auch noch welche. Hab ich gar nicht gesehen. So. Na gut, jetzt sind sie weg.
Ne? So. Einmal so. Hier nochmal den Streitwagen, den ich so cool finde. Die Hämmer brauchen wir noch. Das brauche ich noch. Katapult wäre nicht schlecht. Und die restlichen Rohstoffe kann ich dann erstmal in die Einheiten bzw. halt in meine Festung stecken. Das wäre auch nicht schlecht. So, ich gehe erstmal ein bisschen zurück. Positioniere mich ein bisschen mittig dort bei meinem Türmchen da. Nur für den Fall, dass irgendwas ist. Wo werde ich gebraucht? Alle Mann an die Bögen! So, du hast auf jeden Fall erstmal gut geschlagen. Das heißt, wir haben einen harten Gegner schon mal sehr gut niedergemacht. Alex ist natürlich auch nicht schlecht. Und Slex, ich hoffe mal, dass Slex wird sich jetzt erstmal auf die andere Seite kümmern. Ich hatte ja auch quasi, als ich unten war, mehr oder weniger gesagt, ja, unsere Strategie war, dich erstmal in Ruhe zu lassen, solange du uns nicht ankreist. Das war natürlich auch ein bisschen fies, weil das ja auch, sagen wir mal, weil er wahrscheinlich sich möglicherweise sogar denkt, ja, okay, das könnte auch für die andere Seite dagegen gelten. Oder das könnte auch fürs nächste Match gelten. Weil, wie gesagt, wir hatten ja einmal neu gestartet. Und da habe ich das gesagt. Und, vielleicht hat er das ja angenommen. Ein bisschen strategisches, Informationsgehabe. Nichtsdestotrotz, beenden wir erstmal diese Folge hier. Sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo es dann wieder heißt, Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde 2. Danke fürs Einschalten. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao.